Wir wollen also auf das Dhamma zugehen, von selbst sehen, wie es wirkt. Dazu generieren wir ganz zu Beginn der Meditation in uns die Absicht, die Bereitschaft, Dinge loszulassen und hinter uns zu lassen, an die wir uns sonst zu klammern gewohnt sind, zu sein glauben oder besitzen wollen. Machen wir uns bewusst, dass wir für die nächste halbe Stunde nichts brauchen von da draußen. Keine Interaktion mit der Außenwelt ist notwendig, außer jetzt der Anweisung zuzuhören. Beginnen uns an ein direktes Erleben der Gegenwart heranzutasten. Setzen die Fähigkeit ein, die Aufmerksamkeit bewusst auszurichten. Richten Sie auf die Tatsache, dass der Körper ein- und ausatmet. Nicht mit Zwang, mit der Absicht, alles andere wegzukonzentrieren. Einfach nur, um der Aufmerksamkeit Möglichkeit zu geben, in der Gegenwart ganz real im Körper beschäftigt zu sein. Bei jedem Einatmen, bei jedem Ausatmen.
Das direkte Erleben der Atmung im Körper hilft uns dabei, Aufmerksamkeit immer länger im Körper und in der Gegenwart zu halten. Nicht um irgendetwas Tolles zu bekommen, sondern um uns zu befreien, den Aufmerksamkeitsautomatismen der Sinnlichkeitswelt und ab und zu können wir uns selbst daran erinnern, zufrieden im Körper, zufrieden mit jetzt zu sein. Ganz egal, was im Körper, ganz egal, was im Jetzt erlebt wird.
vertraut ruhig auf diese ganz andere Realität, der die Aufmerksamkeit nichts zu tun hat, als beim Atem im Körper zu ruhen. Statt sich immer wieder neue Beschäftigungen zu suchen. Können wir mit dieser Aufmerksamkeit darauf achten, nicht jedes noch so geringe Maß des Zur-Ruhe-Kommens im Achtsamkeitsrahmen Körper sich erleichternd anfühlt? Ist es auch nur eine ganz subtile Erleichterung, die wir fast übersehen würden? Eine leise Unabhängigkeit von der Sinnlichkeitssphäre. Am Atem, im Körper. Zufrieden im Körper, zufrieden mit jetzt.
Aufmerksamkeit beim Atem, im Achtsamkeitsrahmen Körper. Zufrieden im Körper, zufrieden mit jetzt.